Dann hatte Sven die Prüfung bestanden und dann ist so als Mutter oder als Vater musst du daneben sitzen, ne, mit 17 und dann, das ist nicht so schön, weil du sitzt da ja für Tipps, ne? Du bist ja da, dass du denen Tipps gibst, die nicht wollen. Und da musst du das immer vorsichtig machen, weil die ja auch sonst beleidigt sind. Die sind ganz schnell, sind die auch beleidigt. Und dann sage ich auch so, du musst immer überlegen, wie du das sagst. Und dann sage ich immer so, oh, hast du einen neuen Job? Was habe ich? Ich sage, hast du einen neuen Job? Ich sage, fährst du jetzt für einen Geheimdienst? Ich sage, bitte? Ja, ich sage, du blinkst nicht. Du...